genau jetzt, morgen, Montagvormittag, sind wieder ein paar geschäftliche, was wollen dazukommen. Hier, wie man sieht, Atlas W160, müssen wir einen Kundendienst dran machen. Genau, vom Jens Hammel. 500-Stunden-Kundendienst, nichts Besonderes. Dann hier, das habe ich gestern im THW geholt. Muss man auch lackieren. Dann halt mal Durchsicht, Kundendienst machen. Alles läuft. Ja, es ist halt wieder Batteriebefestigung und sowas. Genau, dass er einfach nach Norm und Standard ist. Deichsel ist verbogen. Das innere Stück halt drinnen liegen. Da muss ich mich mal darum kümmern, dass man da was bekommt. Das ist so eine Verstelldeichsel. Jo. Jetzt Basti, keine Eier! Keine Eier! Alter, jetzt schnappt sich gleich nach vorne um. Ah, ich seh's schon kommen. Ah. So, jetzt fahren wir noch zum guten Kumpel zu mir, Frank Schmidt. Schmidt Brennholz. Gute Bekannte zu mir und da hole ich heute noch ein bisschen Holz von anderen Bekannten. Quasi erster Gastauftritt. Schauen wir mal, ob er Zeit hat oder nicht. Ja, jetzt ist Montagabend, Tag ist schon nicht so gut gelaufen. Hat ein paar Komplikationen gegeben mit dem Masai-Lader, da sind wir uns nicht so ganz einig, was er noch für Malerität gibt. Wir vermuten, dass halt sehr viel Dreck im Tank ist. Und das Problem ist auch bei dem, der Tank ist quasi ein Stück vom Rahmen. Also da kann man nicht einfach ablassen und dann sagen, naja komm, wir putzen oder wir möchten raus oder wie auch immer oder erneuert den, sondern müssen wir aufflexen, sauber machen, dann wieder zuschweißen und deshalb beim Tank, das ist immer so eine Sache. Da müssen wir uns mal noch überlegen, wie wir da weiter vorgehen. Ja, wir vermuten, dass halt einfach Dreck anzieht und dass dann da nichts geht. Jetzt haben wir für morgen mal noch eine elektrische Vorförderpumpe bestellt. Die montieren wir dann auch, um das dann auch wirklich auszuschließen, weil ich habe jetzt da keine Vorförderpumpe gefunden. Die Originale von Perkins, weil das wieder irgendein Motor aus irgendeinem Land ist und keiner weiß, ob die da jetzt verbaut worden ist oder nicht. Und ja, allgemein mit Perkins Motorsache ist immer ein bisschen schwierig in Europa oder in Deutschland, mehr oder weniger gesagt. Mit Deutsch und so weiter, da kenne ich mich ja aus und ja, ist alles kein Problem, aber Perkins ist immer ein bisschen schwierig, da das Passende zu finden. Soweit mal vom Montag. Haben wir hier so ein Fassregal gekauft für Frischöle, 15 Meter Schlauchrolle und so weiter. Ist jetzt einfach besser, wenn da Wein drunter ist und so, weil wir hier noch im Wasserschutzgebiet sind, dass hier alles sauber aufgeräumt ist. Jetzt sind wir hier in der Masai-Lader, haben wir jetzt ein Stück aus dem Tank rausgeflext, dass wir da in den Tank hinkommen und den Dreck rausbringen. Da gibt es ja noch ein Video, wie das dann wieder einschweißt. Genau. Da war auch ein bisschen Prozedur.
Arsenischen Teil kommen, der dann hier später aufgebaut wird. In der Küche sind wir jetzt auch so bald fertig. Jetzt haben wir hier gerade ein Stück Regal neu gemacht. Und das alles ein wenig sortiert, aufgeräumt, dass wir hier unsere Öle sauber unterbringen, das was wir da haben. Ja, dass hier noch was aussieht. Klappt's nicht? Hey, ich wär am Schaffen hier. Spaß. Jetzt haben wir hier Platz gemacht. Vespa-Raum ist soweit fertig. Da gehe ich nachher noch kurz rein in die Küche. Und jetzt können wir quasi hier langsam anfangen aufbauen mit den Regalen. Die Regale quasi die vorstellen, dann hier hinstellen. Machen wir das Eck hier so rum. Genau. Und dann kommt da dahinter rein die Hydraulikschlagpresse, was wir da haben, und die Schränke und so weiter. Und dann können wir das hier alles sauber einräumen. In mein Büro kommt jetzt auch dann. Die nächsten 2-3 Tage machen wir das für uns. Telefon. Bis später. So, jetzt haben wir da eine neue Schaffklamotte. Dreh die mal um. Hui! Genau, mit Latzhose, allem drum und dran, Furz und Feuerstau. So, haben wir hier Atlas von der Firma Hammel. Kriege neue Kraftstofffilter, Ölfilter, kleiner Kundendienst, Motorölwechsel. Passt die jetzt gerade schon dran. Und der Unterfahr, oder das Unterfahrschutz, Schutzunterweg montiert. Genau, und dann lässt du das Glas erst sauber.
So, ich in der Basti lese in dem Atlas noch die Dinge aus. Der Wetterspeicher noch auslese. Es zeigt zwar keine ein, aber wir probieren es mal, ob wir da reinkommen. In den Speicher. Genau. Vom hier oben Zugang zum Steigerheit. Hier unseren Dongle. So. Atlas W-Serie W160. Sieht man hier, hat man bloß das Motorsteuergerät. Mal quasi gucken. Hat den Stecker hier. Den haben wir hier oben. Das ist bei der Baumaschine, haben wir uns immer ein bisschen irreführend, aber den findet man schon. So, stellen wir mal die Verbindung her. So. Jetzt können wir mal gucken, Diagnose. Was finden. ECU hat keine Fehler. Ist schon mal sehr gut. Jetzt kann man hier quasi Diagramme ins Aufrufen lassen. Stellen wir da. Kalibrierung zum Beispiel, oder Wartung, geben wir hier auf Wartung. Ja, Partikelfilter Regenerierung zum Beispiel. Müsste jetzt in den Expert-Modus gehen, um es zu machen, aber die Regenerierung ist gerade nicht notwendig oder muss man uns nicht zwingend herbeiführen mit. Du Drecksau. Muss man es nicht zwingend beiführen. Wenn es Ölwechsel zum Beispiel gemacht. Kann man sich hinterlegen. Der Bagger sieht es nicht oder zeigt es nicht anders als das Warnungsmenü. Von dem her muss man das jetzt nicht bei dem machen. Zurück ins Diagnosemenü. Zurück. Genau, Systemprüfung zum Beispiel noch machen. Ich kann Zylindersteuer, kann Kompressionstest machen. Ich habe jetzt halt nötig bei der Maschine. Parametrierung, Gaspedal, Leerlaufdrehzahl, den Drehzahlwechsel, also quasi wenn der lastabhängig quasi dann Gas gibt. Betriebsstunde des Motors kann ich jetzt quasi gucken. Muss jetzt wieder in den Expert-Modus, da habe ich ein bisschen Passwort eingeben und so weiter. Ja, genau. Kann ich hier noch Messungen machen auch. Ich kann quasi eine Messwertauswahl machen. Quasi Motorlast, Kühlmitteltemperatur, Ladedrucktemperatur und so weiter. Kann ich mir das alles hier so anzeigen lassen. Oder halt dann aussuchen. Und dann kann ich, schreibt es mir so ein Diagramm, was bei Fehlersuche ab und zu echt interessant ist. Zurück. Genau, ich kann. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich habe jetzt hier noch, dann zeigt es mir quasi hier so ein Display. Und so ist jetzt das Kraftstoffsystem. Basti, hast du schon gesehen? Ne. Kann jetzt hier quasi mir die Drücke quasi anzeigen lassen, Drehzahlen, Kraftstoffdrücke und. Ich kann hier wechseln zwischen anderen. Das ist der gleiche. Genau. So. Dann kann ich hier noch das hier mir anzeigen lassen. Ah, genau, das ist jetzt hier zum Beispiel der Rotpartikelfilter. Kann ich mir anzeigen lassen. Die Temperatur davon. Eingangstemperatur. Ausbrenntemperatur, glaube ich. Genau, und dann die Drücke quasi. Ja, was gibt es noch zum Anzeigen? Das meiste ist halt noch hydraulisch vorgesteuert, als an der Maschine. Am Magnetventil, ja, gibt es proportionale, aber da komme ich so selber auch nicht rein. Die Pumpe und so, das sind auch alles hydraulisch gesteuert bei dem Modell. Von dem her geht es jetzt eigentlich nur rein um den Motor. Und da quasi dann der Motor
zu diagnostizieren, was da für Fehler gibt, was kommen könnte, wenn er Probleme hat mit dem Rußpartikelfilter und. Ja, jetzt, ich nehme euch dann öfters mal auch mit auf solche Touren. Was heißt Touren? Wenn man halt so Fehlersuche macht oder sowas, da war jetzt kein Fehler drauf, Gott sei Dank. Ja, kann man der Maschine wieder dem Kunde übergeben. Das war soweit vom Atlas. Danke fürs Zusehen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Waage hat was ausgegangen, ein bisschen warm gemacht, dann ist sie ausgesaut. Hätten wir uns auch so nicht gedacht. Glück hätte, müssen wir nicht wieder da drüber Späne-Action machen. Weiter? Ja, das ist gut. Besser. So, sind wir auf dem Weg, LKW, holen wir den Container, werden wir noch stehen lassen, dass die Leute da voll ausräumen können. Ja, nehme ich euch mal mit. In letzter Zeit ein bisschen Probleme zum Ort gehen. Geht. Gute Maschine. Müssen wir in der Luft hin. Genau. Atlas-Bagger haben wir jetzt fertig gemacht. Kundendienst, der holt nachher ab. Dann bringt er dann dafür den Radlader. Wenn jemand wisst, wo Hochregal braucht, ich hab inflationär. Jo, dann steht, was steht hier noch? Da steht das Aggregat. Dann müssen wir gucken. Der THW. Wahrscheinlich eine neue Deichsel. Und allgemeine Durchsicht. Und dann hier der Masai, der 133er. Der wird auch da. Der ist jetzt auch fertig. Da kommt morgen der TÜV-Prüfer. Ja, und die dann quasi dann der Hauptuntersuchung machen. Der GTÜ-Prüfer, Entschuldigung. Ja, dass dann wieder soweit flott ist. Da macht dann den Masai, da hat er eine neue Lichtmaschine bekommen. Zündschloss war defekt und Blinklichtschalter, zwei, drei Birnen noch. Ja, das war sein Großes und Ganze. Heute hier wieder mit der Rocky-Bestellung gekommen. Multitool, Extenderschleifer und eine Fettpresse mit Akku-Pack. Genau.
Und was heute auch noch gekommen ist, zeige ich euch gleich. Vierter Wind, schau ich hier kurz hin. So. Er hat mir das Primärrad zugeschickt. Dann schicke ich das alle wieder zurück. Jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Und wie das aussieht, ob das. Einmal alt, sehen muss. Das ist das Überholte und im Boot ist das Alte. Gucken wir uns mal die Unterschiede an hier. Ja, viel besser. Wie man hier sehen kann, kaum Haarrisse. Natürlich vom Guss so ein paar raue Stelle, keine Frage. Aber so auf den ersten Blick macht das hier einen ganz guten Eindruck. So. Unser Altes dagegen. Das hier sieht die ganze Haarriss. Das ist nicht vom Gießen, das sind eigentlich Risse. Denn das ist das Problem da dran. Ich weiß nicht, ob der den nochmal überholt, ob der das schweißt oder ob der das irgendwie hinbekommt. Keine Ahnung, habe ich auch nicht gefragt. Auf jeden Fall schicken wir dem die alte wieder zurück. Und unser Kunde ist glücklich, dass wir die noch haben, weil leider Gottes von Voigt gibt es ja nichts Neues mehr. Fendt, sonstige Hersteller, gibt es da leider einfach nichts mehr. Obwohl der Schlepper, der 311er, der ist Baujahr 85, meine ich, oder 89, irgendwie so. Eigentlich echt schade und die laufen noch relativ viele. Es gibt auch noch bei, also nur noch bei Fendt, original 10 Turbokupplungen. Also, ja, das ist jetzt nicht mehr so die Menge. Und was dann danach ist, keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall haben wir dann hier das neue Primärrad, auch keine komplette Turbokupplung. Viele haben schon gefragt, wie das aufgebaut ist oder wie das funktioniert dahinter. Kann ich kurz erklären. Und zwar, wir haben hier quasi die Seite vom Motor, der Abtrieb, wo dann das hier in Drehung versetzt. Dadurch wird das Öl nach außen geschleudert, in der Lamelle nach außen drückt. Und weil dann das hier quasi mit der anderen Seite zusammengeschraubt ist, hier die Löcher sind Schrauber durch und ist mit der anderen Seite zusammengeschraubt. Und hier wirft das Öl auch nach außen. Und wenn das dann quasi jetzt so zusammen drin ist, dann erzeugt das quasi eine Fliehkraft. Und durch die Fliehkraft wird das Öl kraftschlüssig. Unermöglich zu anfahren. Es ist kein Wandler, es ist eine Turbokupplung. Also, weil ein Wandler hat noch eine Drehmoment Übersetzung drin. Ich glaube, ich mal 1,6 oder sowas fache Übersetzung. Bin mir jetzt auch nicht sicher, so müssen wir in der Berufsschule mal gelernt oder in der Meisterschule mal davon geschwätzt. Weil die ist hier nur eine Kupplung, weil das ist kein Leitrad noch in der Mitte drin. Hier beim Wandler ist normalerweise noch so ein Leitrad drin und das verändert dann quasi den Winkel von dem Öl hier. Und dadurch hat man quasi einen anderen Winkel und dadurch dann wird, also deswegen hat man dann eine Drehmomentübersetzung da drin. Ich kenne es jetzt nur aus der Fendt-Schlepper. Ich weiß, in der Schlüter ist noch drin. Ich weiß, im IHC ist da noch drin und bestimmt noch ein paar andere.
wo es zum Beispiel auch drin ist, bei großen Brechanlagen oder sowas, wenn die jetzt anfahren, dass sie jetzt nicht irgendwie ein riesiges Moment haben, das dann quasi zu bewegen, die stehende Masse, sondern das ist dann quasi ein Hackerzack. Ich erwische mich immer selber, aber ich kann es nicht abstellen. Dadurch hat man quasi Heilandsack aber. Somit hat man noch eine rutschende Kupplung sozusagen. Und die Kupplung ist nicht quasi auf einmal eingerückt, wie jetzt eine normale Lamellkupplung, wie hier jetzt, die zum Beispiel. Diese Kupplung schleift quasi und ist auch nie 100% kraftschlüssig. Also eine Turbokupplung hat nie ein 100%, ist nie 100% schlupffrei. Die hat immer 3, 4, 5% Schlupf, ist normal. Aber dadurch dämpft es auch die ganze Schläge. Ist es beim Anfahren von schwerer Masse, wie jetzt beim Brecher, ist das quasi viel sanfter und schonender. Deswegen die Kupplung, was hier drin war, war an sich eigentlich noch gut. Aber man hat gesagt, man macht eine neue rein nach 7.500 Stunden. Kann ja auch mal was brechen oder was hat da der Belag. Ja, und das ist eigentlich das große Geheimnis von der Turbomatik. Wenn es euch interessiert, auf YouTube hat es etliche Videos dazu. Guckt es euch an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin jetzt kein Profi auf dem Gebiet. Ich habe es in der Berufsschule gehabt. Ich habe schon 2, 3 Stück gemacht. Ja, waren ein paar mehr von den Kupplungen. Da gibt es ja draußen Leute bestimmt, wo sich 10-mal besser auskennen damit. Das ist jetzt hier so mein Wissen, was ich da davon habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Verbessert mich gern. Auch ich lerne auch bei so einem Thema noch gern dazu. Kurzer Einblick hier am Freitag. Neues Handy bekommen, das alte. Irgendwie so überbrückt, dass es lädt. Wir hoffen, dass es durchhält. Ja, hier. Fußdesign. Weiß nicht, könnt ihr mal in Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und natürlich jetzt auch hier anerkannte Prüfstelle. Für Prüfungen geht's hü. Basti ist im Wochenendmodus. Genau. Kann man vielleicht sehen, das ist irgendwie Banane, das Ding. Ich führe ihn auch noch kurz um, was noch so ein Geschäft, glaube ich, ist der letzte Tag, oder heute ist immer der Tag. Und genau. Sonntagmorgen, genau. Ich muss zum Stapler. Der lässt nämlich auf. Wollte ich eigentlich gestern schon hin. Habe es auch nicht geschafft, weil ich ziemlich Kopfluft gekriegt habe und so weiter. Stimme weg war, putzig. Also, ja, nicht optimal. Ruhen wir jetzt mal an. Der lässt den Besuch gleich nicht mehr auf. Fahren wir so durch noch. Ich vermute,
oder mal irgendwie einen Kahlbruch oder Kahlbruch oder Magnetspule oder irgendwie sowas. Also irgendwas Elektrisches vermute ich mal, weil er gar nicht mehr auflässt. Das ist die einzige Funktion, was er macht. Und das vielleicht mit dem Joystick. Auch der Fehler ist, weil der schon relativ neu ist. Und der auf die kleine elektrische Joysticks schon hat. Schau mal. So. Fertig mit dem Stapler. Hab's nicht filmen können, ich hab's vergessen. War Joystick-Fehler. Quasi die Joysticks waren betätigt. Wenn du Zündung anmachst bei dem Lindestapler, dann bringt er quasi einen Fehler und sperrt die komplette Arbeit. Das ist ja das Verlenkrad. Jetzt sind wir noch da, langsam. Die haben quasi, nicht quasi, die Hände. Die blockieren dann die Arbeitshydraulik, wenn die betätigt sind, wenn die Zündung aus ist und man kommt irgendwie mit dem Arm dagegen, macht Zündung oder startet der Motor, dann blockieren die quasi, Herrgottsdunder, Wetter, war auch nochmal, was ist denn los? Dann blockieren die Arbeitshydraulik, dass der dann nicht Nuffluft oder irgendwie Bewegung macht und vorne klemmt irgendjemand drin oder was weiß ich. Ja, da wird man wahrscheinlich beide neu brauchen, weil da ein Haufen Dreck und so drin ist. Jetzt gucken wir mal. Und dann müssen wir den noch einbauen und dann kalibrieren. Vielleicht reicht das, kalibrieren schon. Gucken wir mal, was da noch kostet. Aber ich denke mal, die Maschine muss laufen. Dass da keine Probleme gibt, dass man mit der schaffen kann und gut ist. Ja, jetzt geht's noch zum Havels Albert. Madagaskar Steakfresse oder was auch immer. Freue mich schon drauf. Das war's mal vom Sonntag. Video kommt auch demnächst. Demnächst Sonntagabend halt, so wie immer. Ich hoffe, dass ihr heute ein bisschen besser dazu kommt zum Schneiden, dass ihr was davon habt. Genau. Nächste Woche Aushub steht da an. In Neustadt. Mal das Wetter so bleibt, wie es ist. Dann Almanradlader steht zum Kundendienst. Dann die Turbokupplung ist alles kommen. Dann können wir den Fendt-Abfall fertig machen. Normalerweise, wenn es alles klappt und passt und funktioniert. Ja, so sieht es dann aus. Euch dann schönen Sonntag. Hofft, es hat euch wieder gefallen. Vielleicht gibt es jetzt mal auch noch ein Outro. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abonnement da, Kommentar, was auch immer. Ich freue mich über alles. Danke fürs Zusehen die Woche. In diesem Sinne, schönes Wochenende.